Ja, hallo, hier ist die Geldfrau. Ja, wunderbar. Jetzt bin ich da. Hallo, hier ist die Geldfrau, live vom Kapitalgipfel. Sorry, ich bin mindestens 2 Minuten verspätet. Ich hatte einige technische Probleme, ich kam nicht so schnell ins Internet. Aber jetzt bin ich da. Also hallo, Dani Partum bin ich, Wirtschaftsjournalistin aus Hamburg, Geldcoach und Bloggerin. Und ich bin gerade in München auf dem Kapitalmarktgipfel 2018 im Haus der Bayerischen Wirtschaft. Hier ist gerade Mittagspause, es ist schönstes Wetter hier in München. Ich sitze draußen und lasse es mir gut gehen. Und ich wollte euch ja berichten, was denn hier alles so besprochen wurde. Es sind hochkarätige Gäste da. Ich habe 3 Vorträge schon gehört. Ich würde gerne noch kurz was zum Kapitalgipfel sagen. Das ist ein Gipfel, der zum zweiten Mal stattfindet. Das Magazin, das es veranstaltet, ist das Extra Live Magazin, macht vor allen Dingen in ETFs, also berichtet über ETFs. Das gibt es seit 2 Jahren. Und eingeladen sind 8 Referenten heute, 3 haben wir gehört. Das waren Albert Warnecke von Finanzvisier, den kennen vielleicht einige von euch. Dann von Scalable Capital, das ist ein Robo-Advisor, der vor allen Dingen in ETFs anlegt. Und Jessica Schwarzer hat gesprochen, Chefkorrespondentin von Handelsblatt, und sie hat sich mit Börsenpsychologie beschäftigt. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Vielleicht mal irgendwie einen Daumen hoch, ob der Ton gut ist. Wie gesagt, ist ja heute Premiere. Okay, also, Albert Warnecke hat den Reigen eröffnet hier. Finanzvisier, vielleicht kennen ihn einige von euch. Das ist sein alter Ego. Er bloggt unter finanzvisier.com. Sehr erfolgreich. Er hat auch einen Podcast mit dem Finanzrocker. Finanzrocker wird später am Tag, am Nachmittag sprechen. Aber zuerst war Albert dran und es ist wie immer. Albert macht immer ganz tolle Vorträge. Sehr amüsant, sehr launig. Das Publikum es gab viele Lacher. Und Alberts Credo ist, immer wenn er auftritt, zu sagen, dass er die Leute motivieren will, anzufangen mit dem Investieren, mit dem Anlegen in ETFs. Er ist jemand, der ETFs gut findet und die auch propagiert. Und weil er sehr häufig oder eigentlich immer zu hören bekommt, hätte ich doch mal früher angefangen. Von Leuten, die eben mit ihm sprechen. Ja, hätte ich mal früher angefangen, dann hätte ich auch investiert und dann hätte ich schon auch ein gutes Investment. Und da möchte eben Albert anfangen und sagen, macht es. Er will, dass sich Leute das zutrauen, das Geld anzulegen und einfach anzufangen. Macht einfach mal und dann klappt es auch. Also zumindest anfangen, sich einüben, einen ETF-Sparplan machen, 50 Euro anfangen oder eine bestimmte Summe anlegen und mal loslegen und schauen, ob das was für einen ist. Denn immer nur zu sagen, hätte, Fahrradkette, bringt irgendwie kein Vermögen. Albert, sein wichtigster Punkt ist dabei zu sagen, eben fang an, denn die Zeit ist mit dir. Nicht die Macht ist mit dir, sondern die Zeit ist mit dir. Denn nach 20, 30 Jahren, nach 30 Jahren letztlich greift der Hebel, der Zinseszinseffekt, dass du immer sparst, der Renditeeffekt greift und dann gibt das mit dem Anlagevermögen einen richtigen Boost. Aber das passiert eben erst nach 20, 30 Jahren und vorher eben nicht. Und wenn man eben immer nur sagt, hätte, Fahrradkette, dann hat man eben nach 20 Jahren immer noch nicht angefangen zu investieren. Und das ist sein Credo im Grunde die ganze Zeit. Macht es. Und Zeit ist dein Hebel, Zeit ist dein Freund. Und die Zeit bringt Bums ins Vermögen, so sagt das dann Albert. Er sagt auch, nicht zu lange rechnen, einfach anlegen, ganz niedrigschwellig, wie ich schon gesagt habe, ne? 50 Euro passt das. Und er meint auch, lasst die Komplexität raus. Sein Vortragstitel war Komplexität im Depot, warum viel nicht viel hilft. Ja, weil er sagt, wenn es viel Komplexität gibt, macht man sich viele Gedanken, guckt sich vielleicht den einen ETF an, dann den anderen ETF. Und da, was ist dann, wenn die Politik in Nordkorea, der Diktator, wieder was Komisches von sich gibt oder Mr. Trump was sagt oder irgendwo anders in der Welt was passiert. Wenn man dann immer wieder zu lange nachdenkt in der Komplexität der Anlage,
kommt man nicht ins Handeln. Und es kostet auch zu viel Zeit, meint er. Albert spricht auch immer sehr von sich, von seinen Erfahrungen, und er meint, unser Leben besteht ja aus vielen Dingen. Das eine sind die Finanzen, das andere ist aber das Leben, die Liebe und der Rest. Und er meint, kümmert euch um das Leben, die Liebe und der Rest, aber auch um eure Finanzen, aber macht es einfach. Kompliziertheit wird nicht honoriert, Sturheit wird honoriert. Und das ist das, was dann Alberts quasi Ergebnis ist oder Empfehlung ist, dass er sagt, also man kann bis zu 50.000 Euro Vermögen in maximal 2 ETFs sparen. Na, das ist nicht kompliziert. Da guckt man sich eben die ETFs an, die es gibt. 2 ETFs kann man sich mit beschäftigen. Ist nicht kompliziert, ist einfach. Und dann bespart man die monatlich mit Betrag 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro, je nachdem, was man eben anlegen möchte. Und wenn man so bei 100.000 Vermögen ist, da können es auch schon mal 3 ETFs werden. Albert selbst würde heute, wenn er heute anfangen würde, ETFs neu zu besparen, mit 3 ETFs starten oder nur investieren. Er hat zurzeit 5. Er meint, das sind noch ein paar Altlasten von früher. Aber das ist so seine Empfehlung. Und er sagt auch, lückenlos investieren, also weltweit investieren, nicht nur USA, nicht nur Deutschland, sondern USA, Europa, auch die Schwellenländer, auch in große Unternehmen, kleine und mittlere, sodass man wirklich das gesamte weltweite Anlagespektrum über die ETFs, die Exchange Traded Funds, abgedeckt hat. Das ist seine Empfehlung. Und am Ende, er hat aufgehört mit dem Spruch, I don't know, I don't care. Das ist wieder genau die Komplexität, die er versucht rauszunehmen, um es einfach zu machen. Er macht sich also nicht über alles und jedes und Kleines Gedanken, sondern konzentriert sich auf das Wesentliche. Was sind seine Anlageziele? Welche Risikopuffer, welche Risikoneigung kann er aushalten? Welchen Anlagehorizont hat er? Und dann investiert er. Na? So, was hat er am Ende gesagt noch? Ja, genau. Er sitzt lieber mit seiner Frau auf der Terrasse und hält Vorträge wie hier auf dem Kapitalgipfel 2018, anstatt sich zu detailliert mit Geldanlage zu beschäftigen. Finde ich gut. Albert war sehr unterhaltsam. Wir haben gerade vorhin noch ein Foto gemacht, das war richtig nett. Auch deshalb bin ich etwas zu spät, weil hier das schon ein bisschen wie ein Klassentreffen ist. Okay, Vortrag 2 war von Scalable Capital. Das ist ein Robo-Advisor hier aus München. Er ist auch Sponsor des Kapitalgipfels. Scalable gibt es seit etwa 3 oder 4 Jahren, nagelt mich nicht fest. Scalable ist vor allem ein Robo-Advisor für ETFs. Also da kann man auch über Sparplan in den Advisor sparen. Dahinter stehen wissenschaftliche Modelle. Mastermind hinter Scalable ist Professor Mitnick, ein Risikoforscher, ein Risikoexperte, der verschiedene Portfolien getestet hat nach verschiedenen wissenschaftlichen Modellen. Und daraus wurde eben der Robo-Advisor, das Geschäftsmodell, die Anlagestrategien entwickelt. Was Scalable heute vorgestellt hat, war ein neues Tool, was sie auf ihren Seiten haben. Ehrlich gesagt, ich habe vorhin mal auf den Internetseiten geguckt, ich habe es nicht gefunden, aber ich habe es nur mobil geguckt, vielleicht ist es mir entgangen. Und zwar ist das ein Altersvorsorgeplanungstool, klingt ziemlich lang, Time Machine heißt das. Wer einen Apple-Computer hat, weiß, dass Time Machine eigentlich das Backup von Apple ist, was ich irgendwie lustig finde. Sie nennen es Time Machine und man kann darüber seine Altersvorsorge planen, zum Beispiel. Also man loggt sich in das Tool ein, ist kostenfrei, ist natürlich als Sprungbrett, ne, um dann ein Depot bei Scalable zu eröffnen, ist dann klar. Aber das Tool sah ganz gut aus, er hat das vorgestellt. Da kann man zum Beispiel den Anlagebetrag eingeben, wie viel man Rente gern draus haben möchte, welches Risiko man bereit ist einzugehen, welche Sparrate man zum Beispiel hat. Und dann gibt es so kleine Regler, die man eben hin und her schieben kann. Da kann man seine Rente aus dem Vermögen erhöhen, seine Sparrate erhöhen. Und sobald man etwas erhöht oder auch senkt, sieht man, wie sich die anderen Parameter verändern. Und das sah auf den ersten Blick ganz schlüssig aus. Ich habe es mir natürlich nicht angeguckt. Klar, ich habe bei dem Vortrag gehört.
Aber ich werde mir das anschauen, weil es auch was ist, was mich natürlich umtreibt. Die Frage, wie viel Geld brauche ich im Alter, damit es mir gut geht? Und was muss ich heute tun? Was muss ich sparen, damit ich dieses Vermögen auch erreiche? Das ist nicht trivial. Da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. Und diese Time Machine von Scalable sah ganz gut aus. Finde ich gut. Ist ein toll programmiertes Teil, ganz offensichtlich. Guckt euch das mal an. Und könnt ihr auch gerne Kommentare drunter schreiben, wenn ihr es gefunden habt. Ich habe es eben auf die Schnelle jetzt nicht gefunden. Dann hat Scalable natürlich noch sein Geschäftsmodell vorgestellt. Er ist ja Sponsor hier, also ja, erzählt man dann natürlich auch noch ein bisschen was über sich. Ja, vielleicht noch das letzte Zitat von diesem Vortrag. Das Wesentliche bei der Geldanlage ist das Managen von Risiken und nicht das Managen von Dividenden, hat Benjamin Graham gesagt. Das ist ein Investor und der Lehrer, genau, von Warren Buffett. Kann man drüber nachdenken, klar, Risikomanagen ist vor allen Dingen wichtig, also dass man selber weiß, was man will und welche Risiken man bereit ist einzugehen. Okay, also Time Machine von Scalable, Vortrag 2, sind wir jetzt bei Vortrag 3. Der war von Jessica Schwarzer, Chefkorrespondentin vom Handelsblatt, und sie hat ein Steckenpferd, das sind die Börsenweisheiten. Börsenweisheiten, Emotionen von uns Anlegern und Anlegerinnen und wie wir dadurch Fehler begehen und sie natürlich vermeiden. Das ist vor allem ihr Ding. Ihr Vortrag war oder hieß, ich sag das mal, gierig, verliebt, panisch. Klingt fast wie ein Eheratgeber. Wie Anleger ihre Emotionen kontrollieren und Fehler vermeiden können. Okay. Hauptaussage von Jessica ist, dass man selbst ein besserer Geldanleger oder Geldanlegerin wird, wenn man sein eigenes Verhalten versteht, klar, seine eigenen Emotionen versteht, weil dann, wenn die Märkte zum Beispiel runtergehen, also die Aktien fallen und man panisch wird, wir werden panisch, das ist einfach so, ne? Soll ich es jetzt verkaufen, soll ich es halten oder nicht? Wenn ich aber weiß, dass ich genauso reagiere, weil wir Menschen eben Menschen sind, dann kann ich damit auch viel, viel besser umgehen. Ist ja klar, ne? Wenn ich weiß, das löst mein Gehirn aus, dann kann ich sagen, oh nee, ich habe ja auch noch eine rationelle Seite und kann sagen, nein, wenn die Börsen nach unten gehen, ist eigentlich gar nicht schlecht für mich, weil dann kann ich nämlich zu einem niedrigen Preis eine Aktie kaufen oder auch ein ETF. Da kriege ich im Grunde mehr für mein Geld an Aktienanteilen. Also Emotionen erkennen, um Fehler zu vermeiden, das ist ihre Aussage. Sich hinzustellen und sagen, ach nee, ich habe keine Emotionen oder ich unterdrücke die oder versuche die zu kontrollieren, das wird nicht funktionieren, weil wir sind Menschen und wir Menschen leben im Hier und Jetzt, einfach von unserem, ich meine, wir sind eine Form von Tieren in diesem Spektrum und wir können das nicht einfach abschalten, das geht nicht. Wir Menschen sind Wesen, die im Hier und Jetzt leben, die können nicht langfristig denken. Unsere Ratio kann es, aber unsere Gefühle können es nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich unsere Ratio nehmen, um unsere Gefühle besser einzuschätzen. Darum geht es. Die Börse besteht zu 90% aus Psychologie und zu 10% aus Fakten. Das ist aber, wie gesagt, die kurzfristige Betrachtungsweise. Denn wir Menschen sind emotional, deshalb diese kurzfristige Betrachtung, 90% Psychologie an der Börse, nur 10% Fakten. In the long run, in 10, 15, 20 Jahren, dann überwiegen natürlich die Fakten. Danke für euer Feedback, das tut mir gut und ich sehe, dass es auch alles funktioniert. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Jessica hat so die Gefühlslage eines Investors, wenn er in Aktien investiert, aufgezeichnet. Und das war so wirklich so, wurscht, da ging es hoch und wieder runter. Wenn die Kurse steigen, dann sagt der Anleger, wow, wunderbar, die Kurse steigen, super, mein Portfolio legt an Wert zu. Wenn sie weiter steigen, wow, ich bin investiert, noch besser. Dann kommt der Kursumschwung, ne? Die Märkte crashen ja immer mal wieder. Was habe ich bloß getan? Warum habe ich dieses Investment getan? Dann überlegt er sich, soll ich verkaufen, soll ich es halten? Wahnsinn, Panik im Kopf. Dann unten, wenn es immer weiter runter geht, hat er alles verkauft oder sie. Und dann gehen die Märkte wieder nach oben. Und dann ist es wieder
Mensch, wieso habe ich denn verkauft? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die, die Aktien haben, kennen diese Gefühle. Und genau darum geht es. Emotionen erkennen. Jessica hat auch erzählt, sie beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema, mit dem Verhalten, der Behavioral Finance, dem Finanzverhalten von uns Menschen. Und sie hat erzählt, dass sie ist ja selber schon investiert, seitdem die 15 Jahre alt ist. Seitdem sie 19 ist. Und hat erzählt, dass sie auch Crash ziemlich miterlebt hat. Sie hat viele Crash miterlebt, aber sie hatte eine große Position im Portfolio. Und dann gingen die Märkte nach unten und dann saß sie am Abend, da hat den Laptop aufgemacht und war genauso panisch. Und dann hat sie entschieden, nein, ich mache den Laptop wieder zu und ich gucke nicht hin. Und genau das ist auch ihre Empfehlung, wenn die Märkte nach unten gehen, das ist dann auch wieder Albert Warnecke, Stoigkeit zahlt sich aus, Laptop zuklappen, nicht hingucken, in Urlaub fahren, was Hübsches machen und dann nicht panisch irgendwas verkaufen. Sie hat gesagt, wie kommt man denn nun dahin, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen? Nachdenken über Geld ist das definitive Credo. Was bedeutet mir Geld? Also das, was ich auch gerne sage, dass es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, was bedeutet mir Geld? Welche Anlageziele habe ich? Also was will ich erreichen mit meinem Geld? Will ich mir eine Immobilie kaufen? Will ich ein Rentenvermögen ansparen? Will ich auf eine Urlaubsreise sparen? Das sind die Anlageziele, über die ich mir Gedanken machen muss. Dann auch der Anlagezeitraum. Habe ich 10 Jahre, 20 Jahre, 30, 50 Jahre Zeit? Wie viel Risiko halte ich aus? Das kommt noch dazu. Und natürlich die Lebenssituation. Also allein als alleinerziehende Mutter hast du natürlich einen ganz andere Sparquote, ganz andere Ziele als vielleicht verheiratete Frau mit Vollzeitjob und Kindern, die aus dem Haus sind. Ne? Das ist ganz was anderes. Oder als junger Mensch mit 20 hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, Anlageziele als mit 40 und alleinerziehend, ist klar. Diese Situation muss man sich selber durchdenken und dann eben eine Strategie wählen. Es geht nicht von heute auf morgen, dauert etwas, aber das wäre der Weg. Was Jessica empfohlen hat, was ich auch eine wirklich gute Idee finde, ein Investment-Tagebuch zu führen. Also, und dass man sich aufschreibt, ein schönes. Also wenn ihr sowas macht, dann kauft euch ein schönes Buch. Etwas, was ihr gerne in die Hand nehmt, was haptisch ist, ne? was ihr gerne anfasst. Weil Geld und Börse, das ist ja irgendwie doch sehr virtuell, das ist nicht greifbar, das ist vielleicht auch ein bisschen kühl. Deshalb kauft euch, wenn ihr sowas macht, was Schönes, was euch gefällt. Ein Investment-Tagebuch aufschreiben, richtig per Hand. Wann ihr eine Aktie kauft, ne? Da kommen auch die ganzen Anlageziele rein. Also welche Aktie ihr kauft, welche Renditeerwartung ihr dann habt bei dieser Aktie. Was ihr bereit seid zu verlieren an der Aktie. Also wenn sie 20% runtergeht, kriegt ihr dann schon die Krise. Oder erst wenn sie 50% verloren hat. Das auch reinschreiben. Und wie ihr dann damit umgehen wollt. Und wenn das dann mal rumpelt an der Börse, dann schlagt dieses Buch auf, nicht den Laptop. Buch aufschlagen, sich das nochmal in Ruhe anschauen, reflektieren und dann in die Sauna gehen oder zum Tanzen, je nachdem, wie ihr so emotional drauf seid und was euch gut tut. Letzter Spruch, letztes Zitat. Beim Denken ins Vermögen leidet oft das Denkvermögen. Das klingt schon ein bisschen wie Albert Ziller. Nee, Albert, ich weiß nicht, wie er heißt. okay, also das war das Zitat, mit dem sie aufgehört hat. Bleibt gelassen, atmet und klappt den Laptop zu. So, das war die erste Session. Es macht hier viel Spaß. Die Vorträge sind alle unterhaltsam, sehr informativ, kurzweilig. Die Vorträge sind nur 25 Minuten lang. Danach ist 5 Minuten Diskussion. Es gibt viel Netzwerken hier. Viele kennen sich. Von den Zuschauern sind etwa 150 Leute da, hauptsächlich Männer. Junge Männer, ältere Männer, das Publikum ist total gemischt, aber es sind auch ein paar Frauen da und ich werde mir jetzt noch was zu essen holen und dann mich freuen auf die nächsten Vorträge. Wartet mal, das sage ich euch auch noch, die nächsten Vorträge. Nach dem Mittagessen kommt Dr. Gerd Kommer mit Finanzielle Freiheit, ein populäres Konzept mit vielen Fragezeichen. Freue ich mich sehr auf diesen Vortrag, der ist mit Sicherheit sehr spannend. Christian Röhr kommt danach von Dividendenadel, investiere nach dem 4D-Prinzip, Demut, Diversifikation, Disziplin und Dividende.
Christian ist immer auch ein sehr guter, amüsanter Redner, der die Bühne so richtig rockt. Und danach kommt der Finanzrocker mit Humankapital, ein Vermögen aufbauen, das ist sein Thema. Dann gibt es noch eine Kaffeepause und ich bin dann hoffentlich technisch gleich richtig mit am Start. Um 17 Uhr nochmal zu meinem zweiten Live-Take und dann erzähle ich euch, was Komma und Christian und Finanzrocker Daniel heute erzählt haben. Schön, dass ihr dabei wart und bis dann.